Die Jäger betreiben Naturpädagogik bereits seit über 20 Jahren. Die Initiative Lernort Natur hat angefangen ganz klein mit einzelnen Idealisten und ist heute zu einer bundesweiten und man kann schon sagen europaweit anerkannten Initiative geworden. Ja, ich habe im Landesjagdverband Berlin vor 12 Jahren angefangen, den Lernort Natur aufzubauen. Das gab es bis dato da nicht. Ich habe dann eine rollende Waldschule angeschafft für die Öffentlichkeitsarbeit und wir stehen bis heute mit dieser rollenden Waldschule auf allen möglichen Festen und Veranstaltungen. Über diesen Anhänger, der ist ausgestattet mit Spielen, mit Präparaten, mit freundlichem Personal, was dahinter steht, bekommen die einfach Informationen über Tiere, über Pflanzen in der Stadt, die beantworten Fragen. Daher ist diese rollende Waldschule in Berlin, das Lernort Naturmobil, der Aushänger für jagdliche Öffentlichkeitsarbeit. Und zwar eine absolut positive. Die Jägerinnen und Jäger zeigen mit der Initiative Lernort Natur die heimische Flora und Fauna, die Zusammenhänge in dieser Natur, aber auch ihre Gefährdungen. Nicht zuletzt deswegen wurden wir bereits zweimal anerkannt von der UNESCO als offizielles Projekt der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und hier in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern trainieren wir heute einen praktischen Einsatz an 4 verschiedenen Themenstationen. Danach werden unsere Fachreferenten dazu Tipps abgeben und es wird eine Besprechung dieser Einsätze stattfinden. Derzeit ist es so, dass ich die Schulen schon ein bisschen ausbremsen muss. Also wir haben derzeit jeden Dienstag auf jeden Fall Schulklassen hier oder ich fahre dorthin, wenn es denen nicht möglich ist, hierher zu kommen. Der Bedarf ist sehr, sehr groß, der ist da und Lernort Natur ist eigentlich eine Geschichte, auf die die Schulen jetzt immer mehr zurückgreifen. Die Jägerinnen und Jäger der Kreisjägerschaften arbeiten ehrenamtlich. Sie kommen aus allen Berufsgruppen. Einige verfügen über eine pädagogische Vorbildung, sind Erzieherinnen oder Erzieher, Lehrerinnen oder Lehrer. Andere bereiten wir mit unseren Seminaren gezielt auf ihre Einsätze vor und bieten eine pädagogische Grundschulung. Das kleine Mauswiesel ist, das könnt ihr mir glauben, das kleinste Raubtier der Welt. Das Wissen um die uns umgebende heimische Flora und Fauna und die gesamte Natur hat immer mehr abgenommen. Der Einfluss der digitalen Medien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird zunehmend kritisch gesehen. Wir wissen sehr wohl, dass wir diese Entwicklung nicht aufhalten können. Wir möchten aber auch zeigen, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche den Bezug zur Natur nicht vollkommen verlieren. Lernort Natur ist ein ehrenamtliches Angebot der Jägerschaften. Es ist also kostenlos. Der Deutsche Jagdverband stellt ein qualitativ hochwertiges Angebot durch seine Weiterbildung für die ehrenamtlichen Funktionsträger sicher. Wenn Sie sich informieren möchten, wenden Sie sich also bitte an die zuständige Kreisjägerschaft oder besuchen Sie die Seite lernort-natur.de. Die Mitarbeiter des Deutschen Jagdverbandes und der Landesjagdverbände helfen Ihnen gerne weiter.